Ton ab, Kamera ab, Action. Hallo, guten Morgen aus dem kleinen Garten am Birkenholm. Wir machen mal einen kleinen Spaziergang. Heute habe ich ein spannendes Thema für euch. Und gleich nach dem Intro geht's los. Das Intro könnt ihr übrigens benutzen, um mal auf den Abo-Button zu klicken. Also bis gleich. Ja, wir machen mal einen kleinen Spaziergang durch die Kleingartenanlage hier. Und der Hauptdarsteller unseres heutigen Films ist, trara, das Bundeskleingartengesetz. Von allen Kleingärtnern gehasst. Warum ist das so? Gut, wenn ihr nicht viel anders seid wie ich, und davon gehe ich mal aus, als wir den Kleingarten gepachtet haben 2007, da wusste ich nichts von dem Bundeskleingartengesetz. Mir ist dann bei der Gartenübergabe so ein Merkblatt ausgehändigt worden, wo das Erwähnung fand. Aber groß interessiert hat mich das am Anfang nicht, weil ich hatte große Pläne mit unserem Garten, wie wahrscheinlich die meisten. Und dann so nach und nach ist es mir gedämmert, was es damit auf sich hat. Du darfst dies nicht, du darfst das nicht. Die Laube nur 24 Quadratmeter groß, kein fließend Wasser, Wohnen und so weiter. All diese Einschränkungen, die hatte ich vorher nicht auf dem Radar. Ich muss noch dazwischen schieben, dass meine Frau und ich von Anfang an die Absicht gehabt haben, hier Gemüse anzubauen. Was anderes wäre uns gar nicht in den Sinn gekommen. Und was euch vielleicht noch auffällt bei dem Filmen, dass ich sehr kurzatmig geworden bin. Das ist auch der Grund, warum ich ja meine Berufstätigkeit an die Nagel gehängt habe. Und das ist so seit circa 2 Jahren, dass ich kaum noch belastbar bin, ohne dass mir die Puste ausgeht. Und dass das mit der Corona-Impfung zeitlich zusammenhängt, das ist sicherlich nur ein Zufall. Okay, so viel dazu. Das ist jetzt 15 Jahre her, über 15 Jahre. Und mittlerweile habe ich meinen Frieden gemacht mit der Geschichte. Ist jetzt nicht so, dass ich vom Saulus zum Paulus gewandelt bin, aber dieses Gesetz, das hat ja Gründe. Das ist ja nicht gemacht, um Kleingärtner zu drangsalieren, sondern man muss sich mal mit den Hintergründen befassen. Und dann wird man feststellen, dass das Ganze auch einen Sinn hat. Und wenn man so in den Facebook-Gruppen und Foren liest, dann ist dann die Rede von, ja, das ist ein Gesetz, ein uraltes Gesetz, das ist antiquiert und hat mit den Bedürfnissen der heutigen Menschen nichts mehr zu tun und bla bla bla. Erst einmal, das Gesetz ist nicht antiquiert. Das wurde nach der Wiedervereinigung gemacht. Da wurden die bisherigen Regelungen, die es gab, aus der DDR und aus der BRD mehr oder weniger zusammengefasst. Im Westen gab es das Reichskleingartengesetz und das war antiquiert. In der DDR gab es ähnliche Regelungen von 1955 und dann 77. Und dann wurde das zusammengefasst. Ja, was hat es jetzt damit auf sich? Zum einen dient es dem Schutz von Kleingärtnern und der Kleingartenkultur und der Erholung. Und man muss das so sehen, das Land, auf dem diese Kleingärtenvereine sind, das ist ja Pachtland. Das ist ja nicht sonst irgendwie, und das hat mit der Grundsteuer zu tun. Und der Grundsteuersatz, der ist erniedrigt, eben weil das als Erholungsgebiet deklariert ist. Und wenn jetzt eine Laube größer wie 24 Quadratmeter wäre,
dann wäre das kein Erholungsgrundstück mehr, sondern ein Wohngrundstück. Und dann müssen da andere Grundsteuer gelten. Und das ist übrigens jetzt auch mit der Grundsteuerreform, die es gegeben hat, dass die Gartenvereine auch eine Steuererklärung abgeben mussten, beziehungsweise eine Grundsteuererklärung. Aber das nur am Rande. Und die Grundstückseigentümer, da sind dann meistens die Kommunen oder Städte oder sonst irgendwas. Und die, denen sind diese Kleingartenanlagen eigentlich mittlerweile ein Klotz am Bein. Weil eben verminderte Steuereinnahmen, die würden da viel mehr Kohle erwirtschaften, wenn sie aus den Kleingartenanlagen ein Gewerbegebiet machen würden oder wie hier kürzlich in Kiel geschehen, einfach ein Möbelhaus draufsetzen. Und dazu ist auch das Bundeskleingartengesetz da. Es schützt auch die Kleingärtner, weil die kann man nicht so einfach aus dem Kleingarten rausschmeißen. Die müssen dann entschädigt werden. Und deswegen haben die Ratsdamen und Ratsherren und Gemeindevertreter ein leichtes Spiel, wenn in diesen Kleingärtenanlagen keine kleingärtnerische Nutzung stattfindet. Das heißt, die gehen dann rund und gucken, was passiert in den Gärten. Auch hier wird kein Gemüse angebaut. Dann brauchen wir da auch keine Kleingartenanlage mehr, denn es ist zweckbestimmt. Das ist der Unterschied zwischen Eigentum und Pacht. Als Pächter habe ich ein Nutzungsrecht, muss aber gewisse Vorgaben einhalten. Und ich pachte jetzt das Land nicht vom Kleingartenverein, sondern der Kleingartenverein selber, der ist nur Unterpächter. Und ja, und da gibt es diese sogenannte Drittelregelung. Da steht im Bundeskleingartengesetz überhaupt nichts drin von Drittel. Ich habe mal gegoogelt und da steht teilweise, dass die Drittelregelung, muss man Pause machen, da kommen Leute. So, wir waren bei der Drittelregelung und ich habe gegoogelt, dass die wohl aus den DDR-Gesetzen übernommen werden sollten. Aber es gibt eine höchstrichterliche Entscheidung vom Bundesgerichtshof von 2019. Und Kleingärtner geklagt hatte, der die Kündigung bekommen hat. Und die Kündigung ist rechtens. Wenn also der Gartenverein von ihm verlangt und auch nach Fristsetzung, dass er Gemüse und Obst anzubauen hat auf einem Drittel seiner Fläche, dann ist das so. Das ist geltendes Recht. So, und warum ich jetzt diesen Film mache, ist einfach die Leute darauf hinzuweisen, die sich einen Garten pachten wollten. Schaut euch vorher das Kleingedruckte an. Denn ich kann es verstehen, wenn man Kinder hat und denkt, okay, jetzt pachte ich mir einen Kleingarten und mache da draußen einen Abenteuerspielplatz, stelle eine Rutsche hin und ein Trampolin und was weiß ich nicht alles. Das kann man nachvollziehen, aber man könnte Kinder ja auch beispielsweise anders bespaßen, indem man sie mit der Natur beschäftigt und mit der Gartenarbeit und was weiß ich nicht alles. Aber das ist jetzt nicht mein Thema. Das Thema ist die gesetzlichen Regelungen, das ist geltendes Recht. Und wenn man das geltende Recht vorher im Auge hat, dann überlebt man auch keine Überraschungen. So, gehen wir nochmal hier längs. Karfreitag 2023. Ist noch sehr früh am Tag. Also Gemüseanbau ist hier kaum zu finden. In kaum einem der Gärten, dass Gemüse angebaut wird. Und wie gesagt, wenn die Stadt jetzt herkommt und sagt ja auch kleingärtnerische Nutzung, ist nicht, wir machen das jetzt dicht, dann kommt die Planierraube und dann haben wir hier ein Gewerbegebiet. Und das ist eigentlich der Grund, warum ich mal hier längs gegangen bin. Früher, als es noch sowas wie Gemeinsinn gab, da hatte man hier eine Tischtennisplatte für die Allgemeinheit. Und da
war das noch gang und gäbe, dass Kinder miteinander gespielt haben. Das ist aber heute leider nicht mehr der Fall. Heute lebt der Individualismus. Und am liebsten wäre jeder in seinem Garten für sich mit einer riesen Hecke. Und das ist dann die nächste Hürde. Denn diese Kleingärtenvereine, die sollen gemeinnützig sein. Auch das regelt das Bundeskleingartengesetz. Und gemeinnützig heißt, es soll zum Wohl der Allgemeinheit dienen. Und diese Wege hier, die sind öffentlich. Hier dürfen nicht nur Kleingärtner entlang spazieren. Hier darf jeder entlang spazieren. Und wenn jetzt hier jeder eine Hecke hat, die 2,50 Meter hoch ist, dass die Leute nichts mehr sehen können, dann ist das keine Gemeinnützigkeit mehr. Und deswegen laufen in einigen Kleingartenanlagen die Leute mit dem Meterstab rum und messen die Höhe der Hecke. So, ich bin jetzt wieder auf dem Weg zum Hauptweg. Das Dach hat auch schon mal bessere Zeiten gesehen. Und ja, so viel zu dem Thema erstmal. Mal gucken, was mir sonst noch einfällt. Ich mache jetzt hier einen Deckel drauf, damit der Film nicht so lange wird. Seid so nett, falls ihr noch kein Abo da gelassen habt. Jetzt wäre die Gelegenheit dazu und ich wünsche euch alles Gute. Bleibt mir gewogen. Ciao.